Hallo ihr Lieben, ich bin eigentlich auf dem Wege zum Einkaufen. Meinen Shopper habe ich schon gepackt, mein Einkaufszettel ist voll und habe mich im Grunde genommen, wie viele das so machen, schnell in irgendwas geschmissen. Und das ist in dem Fall meine Leinenlose. So, und da wir die in wirklich vielen, vielen schönen Farben haben, habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich auch die richtige Bluse für unseren Shop. Weil wir Mädels gehen ja nicht nur einmal in der Woche einkaufen, wir müssen ja öfter mal in den Supermarkt. So, und das ist eigentlich die ideale Bluse. Rüberschmeißen und egal welcher Schuh dazu, eine dicke Strickjacke drüber, es ist völlig egal. Ich finde, Leinen ist ja ich mag das ja, wenn das so edel knittert und ach, das ist irgendwie immer was ganz, ganz Besonderes. Und jetzt stellt euch vor, es ist ja nicht so, es ist ja noch ein bisschen frischer. Ich ziehe da jetzt eine dicke, derbe Strickjacke drüber und unten drunter ziehe ich tatsächlich, also an dem Füßchen, nur einen Schlappen, aber naja, das kann ich ja immer ganz gut. Oben dick und unten nur so einen leichten Schuh. So, also die Bluse ist wirklich toll. Sie ist, ich zeige euch das mal, ich mache mal die Tasche ab. Sie ist schön gerade geschnitten. Sie hat eine tolle Länge. Schaut mal hier hinten. Einfach sieht man das. Ja, schöne Länge. So, dann haben wir hier den Ärmel. Den könnt ihr ein bisschen hochkrempeln und mit so einem kleinen Knöpfchen festmachen, damit er nicht weiter nach unten rutscht. Also wirklich ein richtig, richtig schönes alltagstaugliches, mega alltagstaugliches Teilchen. Und hier diese kleine Tasche, auch einfach schön. Ja, dazu habe ich hier eine von unseren süßen Spruchketten umgemacht. Etwas, was ich finde, was leider Gottes zu mir tatsächlich passt. Normalität betrifft mich nicht. Ausrufungszeichen ist tatsächlich so. Ist aber auch schön. Ist nicht schlimm. So, also in dem Sinne, macht euch einen schönen Kaffee. Setzt euch hin, macht euch gemütlich. Das Wetter wird ja wieder wärmer und macht es euch einfach nett. Ich schicke euch einen dicken, dicken Kuss und bleibt bitte, bitte, bitte alle schön gesund. Tschüss.